bin Clarissa und ich zeige euch heute, wie ihr in der Bibel journalen könnt. Das Ganze nennt sich Bible Art Journaling. Bible ist eben die Bibel. Es geht um das Wort Gottes, also das ist die Grundlage für alles. Dann Art ist Kreativität oder Kunst. Und Journaling ist eben Tagebuch führen, hat was mit Inspiration zu tun oder auch mit euren Gedanken, was auch immer ihr eben festhalten wollt. Ich habe mir hier jetzt die erste Seite der Bibel vorgenommen und ihr könnt eben die Überschriften besonders schön hervorheben. Ihr könnt mit Washi-Tape arbeiten. Die gibt es in verschiedenen Breiten und mit verschiedenen Mustern drauf. Es geht wirklich darum, dass der Spruch für euch, den ihr euch raussucht oder den ihr gestalten wollt, die Bibelseite, dass die für euch eine Bedeutung hat. Ich habe mir hier jetzt den Satz "Und Gott sah, dass es gut war" ausgesucht. Und den markiere ich mir jetzt zuerst mit einem Textmarker. Ich möchte den Satz jetzt mit Washi-Tape nochmal ein bisschen hervorheben. Nehmen wir dafür den unteren. Und es geht um diesen Vers, den wollen wir natürlich hervorheben. Aber ich finde es auch schön, wenn man auf den Rest vom Text mit eingeht. Und deshalb fange ich jetzt hier an. Da ist der Anfang. Also ich denke da immer, dass es irgendwie dunkel war, weil hier spricht auch Gott davon, dass Licht gemacht wird. Ich male hier deshalb erstmal einen schwarzen Balken. Und dann habe ich hier Jelly Pens. Das sind so Stifte, mit denen man auf dunkler Farbe gut malen kann. Ich nehme hier jetzt mal den ganz großen und schreibe auf den schwarzen Balken Start. Nehme ich mir jetzt einen gelben Stift und markiere mir das Licht nochmal. Und mit dem Licht verbinde ich zum Beispiel immer eine Kerze. Deshalb doodle ich hier jetzt eine kleine Kerze. Dann finde ich zum Beispiel, dass das Wort gut ist mir hier ganz wichtig. Das möchte ich irgendwie betonen und schreibe das Wort gut nochmal ganz groß auf. Hier geht es zum Beispiel um Wasser. Und dann möchte ich zum Beispiel nochmal betonen, dass es um die Schöpfung geht. So, dann fällt mir hier noch ein, die Erde. Die ist ganz wichtig für mich. Jetzt möchte ich aber zeigen, dass die Erde, dass das zusammengehört. Mir gefällt es zum Beispiel, wenn ich hier mit so ein paar Punkten nochmal Akzente auf dem Pfeil setze. Dann ist hier zum Beispiel das Wort Bäume. Und ihr könnt zum Beispiel auch mit anderen Sachen arbeiten. Hier habe ich zum Beispiel so ein Stück Geschenkpapier, das ist auf der einen Seite eben orange, auf der anderen Seite grün. Aus diesem Stückchen Geschenkpapier schneide ich mir jetzt einfach was raus. Und das zum Beispiel kann man entweder so verwenden, aber ich finde es auch immer ganz cool, wenn man es einfach zusammenknüllt. Und zwar richtig viel, sodass ganz viele Knitterfalten auf dem Papier sind. Und dann überlegt ihr euch, welche Seite ihr haben wollt. Und ich habe dafür dann gerne so Kleberoller. Und dann könnt ihr das hier oder wo auch immer euch das gefällt, platzieren. Und es ist auch kein Problem, es ist ja eh geknickt, wenn es so ein bisschen knittert. Und da könnt ihr dann ein Zitat nochmal draufschreiben, was ihr herausfiltern wollt. Ich nehme hier zum Beispiel jetzt das Wort Finsternis. Fürs Bible Art Journaling gibt es ganz spezielle Bibeln. Die haben besonders viel Platz an der Seite, damit ihr da euch besonders kreativ irgendwie austoben könnt oder viel Platz habt, eben kreativ zu werden. Ihr könnt für das Bible Art Journaling ganz viele Arten von Stiften benutzen. Also es ist völlig egal, mit was ihr journalt. Und es ist auch genauso in Ordnung, dass ihr mit einem Bleistift vorzeichnet oder so. Also da sind eurer Kreativität überhaupt keine Grenzen gesetzt.